Eine Variante, den Hund zu befestigen, ist im Kofferraum. Der Toyota hat solche Ringe und da wird der Gurt am Geschirr befestigt und der Hund angegurtet. Ja. Wenn er noch kleiner ist und der Kofferraum groß, dann ist es besser, man nimmt dabei eine Box. Boxen gibt es verschiedene, aus Plastik, aus dünnen Gitter oder aus Alu. Tatsache ist, wenn da hinten einer reinfährt, sind sie alle nicht zu gebrauchen. Das heißt, es ist kein Argument, dass der Hund nicht mit Gurt befestigt wird. Das Einzige, was er schützt vor einem hinten hineinfahrenden Auto, ist eine Anhängerkupplung. Ja. Weil wenn da ein Auto so stark hineinfährt, dass die Kupplung und damit auch die Bodenplatten weg ist, dann haben wir den Wagen, der uns hinten hineingefahren ist, eh vorn am Vordersitz kleben. Und dann bleibt eh kein Auge mehr trocken, das heißt, das überlebt eh keiner. Das heißt, die Variante des Angurtens ist jetzt nicht weniger sicher als wie eine Box. Box hat nur den Vorteil, dass der Raum verkleinert ist und der Hund halt nicht so für sie bewegen kann. Und deswegen, solange die Hunde noch klein sind, nehme ich auch eine Box. Am Rücksitz gibt es auch Gurten. Ja. Die kann man einstecken wie beim normalen Gurt. Ja, da. Und dann hängt man das da an am Hund und dann wieder angehalten. Ich habe früher das immer so gemacht, dass ich die Hund hinter dem Nebensitz am Boden verfrachtet habe. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Man kann es so machen, dass man den Gurt so lang macht, dass der Hund unten liegen kann und ihn dann im Liegen angurtet. Ja. Weil da kann er weder viel fallen, noch kann er sich irgendwie großartig bewegen, weil er eben zwischen dem Hinter- und dem Vordersitz eingeklemmt ist. Und wenn man das von klein auf macht oder halt von Anfang an, dann geht das sehr gut. Nicht? Dazu dürfen die echt dort nichts stehen. Aber das ist für mich die sicherste Aufbewahrung von einem Hund. Wenn es ein kleiner Hund ist, kann man da eine Box natürlich aufstellen.